Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Christina. Heute möchte ich mit euch eine Apfelbirnentart backen. Und zwar nach einem Rezept aus Omas Schatzkiste. Diese Tart werde ich nicht in einer Tartform backen, wie man das heute so kennt, sondern ganz normal in einer Springform, weil ich denke, man hat damals zu Omas Zeiten keine Tartform gehabt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei und lasst uns beginnen. Für die Tart benötigen wir drei Komponenten, und zwar einmal den Teig, dann die Füllung und den Guss. Wir fangen mit unserem Teig an. Dazu benötigen wir 200 Gramm Mehl, 100 Gramm weiche Butter, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei der Größe M und eine Prise Salz. Eure Zutaten könnt ihr allesamt in eine große Schüssel geben. Mehl, die Margarine, Vanillezucker, das Ei und auch die Prise Salz. Und das wird jetzt zu einem glatten Teig verknetet. Wenn euer Teig dann soweit ist, wickelt ihr ihn entweder in Frischhaltefolie oder ihr legt ihn einfach auf einen Teller, drückt ihn etwas flach, abdecken und eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Hier sind die Zutaten für unsere beiden anderen Komponenten. Da wären zum Beispiel für die Füllung Äpfel und Birnen. 2 bis 3 dürften reichen. Und für den Guss benötigen wir 2 Eigelb, 60 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 30 Gramm Mehl und 250 Gramm Sahne. Ich mache jetzt erst mit dem Guss weiter. Dazu gebe ich das Eigelb, den Zucker und den Vanillezucker in eine Schüssel und verrühre das erst einmal. Etwas schaumig schlagen. Dann gebt ihr euer Mehl dazu und rührt das erst auf ganz kleiner Stufe weiter. Hier ist jetzt schon die fertige Flüssigkeit. Ich habe hier die Sahne schon reingepackt, das gut miteinander vermischt. Und diese Flüssigkeit stelle ich jetzt bis zum Gebrauch in den Kühlschrank. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit meine Birnen und auch meine Äpfel geschält, entkernt und in schmale Schnitze geschnitten. Stellen wir eine Seite. Jetzt nehmen wir unseren Teig . Den werden wir jetzt ausrollen. Wie ihr seht, auf einer bemehlten Fläche. Und ich mache das ja immer fast immer mit Backpapier darüber. Es ist einfacher. Geht allerdings auch ohne. Ich roll den jetzt aus. In einem Durchmesser von, sagen wir, 28 cm. Meine Backform hat einen Durchmesser von 26 cm. Und es ist besser, wenn ihr den 2 cm oder 3 cm vielleicht auch breiter ausrollt. Das einfachste Maß, was ihr machen könnt, nehmt eure Form und setzt sie einfach auf den Boden drauf. Dann seht ihr, ob ihr weit genug ausgerollt habt. Dieser darf jetzt noch ein bisschen, um den Boden wieder zu lösen. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Nehmt einfach ein Palettenmesser und schiebt euer Mehl darunter.
Und ich mache das dann jetzt so, dass ich mir den Teig auf ein Rollholz drauf lege oder drauf rolle. Und versuche, das wieder abzurollen. Wie ihr seht, klappt das nicht immer gleich gut. Dann müsst ihr halt den... Ja, das ist ein wenig tricky gerade. Einfach ein wenig ziehen. Es ist nicht so schlimm, wenn das nicht sofort klappt. Ihr seht ja, bei mir klappt es auch nicht immer. Auf jeden Fall bringt ihr jetzt den Boden in Form. Wenn das hier zu hoch ist, einfach abschneiden. Wenn ihr hier zu wenig habt, könnt ihr das einfach hier dran kleben wieder. Und wenn ich das gleich fertig habe, dann hole ich euch wieder dazu. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Den Rand. Circa 2 cm hoch. Dieser ist etwas höher als 2 cm. Und jetzt fangen wir an, unser Obst da drauf zu legen. Fangt am besten in der Mitte an. Ihr könnt die so hinpacken, aber auch so. Ich mache das so. Und versuche im Kreis zu legen. Ich fange jetzt mit Äpfeln an. Dann gebe ich eine Runde mit Birnen. Auf jeden Fall werde ich das jetzt noch eine Runde mit Birnen, dann Äpfel und dann kommt noch eine zweite Lage drauf. Und wenn ich damit fertig bin, hole ich euch wieder. Ja, ich habe mich jetzt auch anders entschieden, das anders zu schichten. Ich bin nicht in der Mitte angefangen, ich bin am Rand angefangen, also den äußeren Rand mit Birnen und habe mich zur Mitte hin mit den Äpfeln weitergearbeitet. Ich habe auch nur eine Lage genommen und keine zwei. Ich glaube, sonst wird das zu dick. Jetzt gebe ich die Sahne, die ich vorhin zubereitet habe, den Guss. Über mein Obst. Schön gleichmäßig. Ganz bisschen schwenken nur. Braucht eigentlich gar nicht so groß sein, nur dass ich am Rand auch noch etwas von der Sahne habe. Diesen Kuchen, den backt ihr jetzt im vorgeheizten Ofen. Ober-Unterhitze 190 Grad. In der mittleren Schiene für 45 Minuten. Und wenn der fertig ist, lasst ihr den bitte in der Form abkühlen. So, so sieht der Kuchen aus, wenn er fertig ist. Ich habe ihn eben aus dem Ofen genommen. Das eben, es ist schon, ja, Viertelstunde, 20 Minuten her. Und nach den 20 Minuten könnt ihr den aus der Form lösen. Also ihr könnt für diesen Kuchen, so wie ich ihn jetzt gemacht habe, ruhig eine kleinere Form nehmen. Der Boden, der Rand ist hoch genug. Und wenn ihr eine kleinere Form nehmt, dann habt ihr den bis oben gefüllt. Macht wohl umso schöner aussehen. Ich werde den Rand jetzt lösen. Oder den äußeren Ring jedenfalls abmachen. So. So lasse ich den jetzt komplett auskühlen. Und wenn dann der ganz komplett abgekühlt ist, werde ich die untere Platte von dem Kuchen auch entfernen. Und dann werden wir den anschneiden. So, sie ist fertig. Die ist richtig schön geworden. Ja, die ist angeschnitten. Aber
Ich musste ja eben ein Stück haben für euch. Bitte schön. Einen schönen dünnen Boden, der auch schön gut durchgegart ist. Hier wäre noch Luft nach oben. Das heißt, ihr hättet noch, man könnte noch, noch mehr Obst draufpacken. Oder auch eine Baiser-Schicht wäre auch sehr schön gewesen. Dann abflammen, sieht nicht nur gut aus, schmeckt auch gut. Die Tarte kann auch gerne warm gegessen werden. Die ist nämlich mega lecker, wenn die warm ist. Oder jetzt, wo die Tarte kalt ist, etwas Sahne dabei oder Vanillesoße. Schmeckt sehr gut. Aber ich sage mal, jeden sich selbst überlassen, was er dabei gibt. Oder ob er sie einfach so isst. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß jetzt beim Nachbacken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!